Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind hier in 1, nee, in, wie weit war das nochmal weg? In 6,3 Kilometer entfernter Wüste zum Buchwurm, zum Questen. So, das habe ich doch hier voll gemacht, ne? Nein, noch nicht ganz. Okay, pass mal auf. Das kann nochmal mit nach Hause. Das muss ja bei mir bleiben. Das kommt mit. Kann ich ja erstmal hier alles reinstopfeln. Das kann raus. Das kann auch raus und das kann auch erstmal raus. Und das kann da erstmal rein. So, dann lass uns doch mal gucken, was uns hier so Schönes erwartet. So, hier ist schon wieder, ich sag schon wieder die ganze Zeit so. Es tut mir leid. Wir machen jetzt mal Looky Looky, was wir hier so schöne oder was wir hier so für schöne Bücher finden, wenn die Zombie-Mombies uns denn auch mal in Ruhe lassen. Also nicht. Ist hier was Schönes? Nein. Hier? Nö. Von da draußen wollen sie auch rein. Super. Ich bin stolz auf die Zombies. Ich bin stolz auf die Zombies. So. Boom. Ein Bogen. So, was hast du, Holbichen? Was zu trinken und Geld ist immer gut. Hier lang. Laufen jetzt erstmal die linke Seite ab und dann laufen wir die rechte Seite ab. Ich finde immer diese Bücher immer so schwer, da irgendwie so einen Weg zu finden, wie man am besten läuft und dass man auch alles mitbekommt. Das finde ich immer sehr schwierig. Nach hier hinten. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Gehen wir jetzt hier lang. Ich loote erstmal und dann, wie immer, gucken wir gleich, was wir schon Schönes gefunden haben. Aber erstmal hier lang. Vom Klo, glaube ich, meine ich, kommen auch noch welche, ne? Ja, du gehörst aber nicht mehr zur Quest. Ihr gehört noch mit zur Quest. Was gibt's hier Schönes? Vorsicht, dass wir nicht aufs Klo gehen. Obwohl, macht jetzt ja nichts. Weil wir ja noch Klo-Gedingsbums da haben. Den Klo-Buff haben. Ich muss irgendwie Antibiotika oder irgendwas finden. Und zwar haben wir die Popokarte. Wenn ich das hier auseinandernehme, könnte doch Säure rauskommen. Nein. Doch, könnte, glaube ich, ne? Ich glaube, ich hätte das zerlegen müssen. Nee, eigentlich nee, reicht doch eigentlich auch, wenn wir das zerhauen. Entschuldigung. Ich habe nämlich ganz doll wieder mit meinen ganzen Allergien zu kämpfen. Deswegen wundert euch nicht, falls ich irgendwie rote Augen habe oder so. Ich habe nicht geweint. Es ist auch nichts passiert. Oder ich hier die ganze Zeit den Niesanfall meines Lebens kriege. Hatte ich gerade. Zwischen meinen Aufnahmen. Bestimmt 10-mal hintereinander genießt. Oh, es ist so schlimm. Alles, was jetzt blüht und fliegt und kreucht und fleucht. Ich habe zu laut hier geschrien, wo es um die Vergabe von irgendwelchen Sachen gab. Aber es sind schon ein paar Bücher dabei, die wir noch nicht haben. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Hüpf. Papier brauchen wir, glaube ich, nur zur Herstellung von
Komm schon. Für was brauchte man denn noch Papier? Für Munition, ne? Ja, oder für die Bücher. Oder für die Bücher. Yep. Okay. Ich glaube, das ist auch wieder ein Buch, was wir noch nicht hatten. So, die Rückseite haben wir auch. Dann haben wir doch hier... Ach nee, das haben wir noch nicht. Hier im Raum soweit alles. Da hinten waren wir. So, dann lasst uns doch mal hier weitergehen. Ach, die habe ich noch nicht gelootet. Deswegen liegen die noch hier. Alles klärchen. Hier ist noch ein Bücherregal. Bums, schwumps, schwumps. Der Seuchenpinüppel. Ich hätte gerne deinen Anzug, kleiner Mann. Kannst du ihn mir nicht einfach geben? Das würde so einiges einfacher machen. Das wird so einiges einfacher machen. Dim, dim, dim. Ach ja, das ist ja hier wieder. Oh, das war doch gut. Komm. Oh, beim ersten Mal. Gib mir was Gutes. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gibt es hier was Schönes? Nee. Kaffee? Sehr gut. So, wir können jetzt erstmal gucken. Ich hab's schon wieder gesagt. Das hier oben können wir alles. Das können wir. Was ist denn das? Springen. Leise springen und landen zu... Leise springen und landen zu lernen ist eine Grundlage des Häuserkampfs. Aha. Lerne und bleibe am Leben. Wenn du schleißt, landest du immer geräuschlos. Außer du nimmst Schaden, um die Sprunghöhe nicht zu reduzieren. Jo. Nehmen wir. Dann haben wir Ziele. Die Reichweite von 9mm Waffen ist um 20% erhöht, wenn sie mit einem Zielfernrohr oder einer Visiereinrichtung ausgestattet ist. Alles klar. Rettungseinsatz. Bahn dir einen Weg durch die Asche, um schneller Überlebende zu finden. Verursacht 10% mehr Schaden an Kohle und verbranntem Holz. Mach ich. Ha, nochmal Feuerwehrmann. Fertige den Feuerwehr-Axt-Mod. Verursache 25% mehr Schaden an Blöcken, aber 25% weniger an Gegnern. Ja, cool. Das war's, ne? Ist die besser? 39? Weiß man nicht. Sie ist ja gemottet. Ja. Dann gehen wir hier weiter. Hier so eine Kiste mit Stoff. Hier können wir nichts looten. Auch nicht. Muss ich das so auseinandernehmen? Nö. Ist wurscht. Lehm. Plastik. Was gibst du uns? Degel. Das kommt mit. Das kommt mit. Oh, alle falsch. Das hier. Happen, Pappen. Was das? Ah ne, wir müssen hier raus. Ach ja, ich wollte gerade sagen, hä? Wir haben doch noch nicht alles geschafft. Dann gab es ja auch noch in den schönen Kommentaren, dass ich einfach nicht meinen Powerschlag benutzen soll. Macht auch irgendwie Sinn. Weil ich ja geskillt habe, dass wir per Schlag auf dem Kopf, also eigentlich gezielten Schlag auf den Kopf, die Gegner töten. Ja. Ich weiß nicht, warum ich dann immer Powerangriffe mache. Aber ja. Gut. Das kann ich euch nicht sagen. Naja. Ich versuche ja immer aus euren Tipps und Tricks und aus meinen ganzen Fehlern immer zu lernen. Es klappt manchmal mehr und mal weniger tatsächlich. Aber gut, hier kommt doch schon wieder ein Vogel angezwitschert. Hier steht auch Mombi Schmombi rum. Komm her.
Oh. Hast du was Schönes für uns, du kopfloser Mumbi-Schmumbi? Oh, weiß man nicht. Weiß man nicht. Das sah irgendwie nach Hefe aus, oder? Ist das Hefe? Ja. Wolltest du backen? Wolltest du das Zombie-Brot backen? Was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem? Hallo? Munition! Sehr cool! Sogar gute Munition, die wir brauchen können. Können wir irgendwas hiervon zerlegen? Ja, guck mal, das kann doch raus. Da können wir scrappen. Und Glas kann weg. Entschuldigung, ich bin schon wieder wie immer dauermüde. Ihr kennt das ja, ne? Dann gab es auch noch einen Tipp, das habe ich jetzt gerade erst wieder verstanden. Und zwar, dass wir uns hier oben, ich mache mal die erste Reihe. Ich habe mich immer gewundert. Also das ist ja für automatisch sortieren, wenn ich da einmal drauf drücke. Und dann füllt vorhandene Gegenstände in 15 Blöcken Radius in die Kisten. Das gab einen richtig, richtig guten Tipp. Danke auf jeden Fall dafür. Wenn ich da drauf drücke und in der Nähe von meinen Kisten stehe, ich brauche die Kisten nicht mehr öffnen, sondern er sortiert das automatisch ein. Richtig geil. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Richtig guter Tipp, finde ich. Und dann gibt es noch, um einen Platz zu sperren, damit es nicht aussortiert wird, halte linke Alt gedrückt und klicke die gewünschten Plätze an. Zum Entsperren Alt gedrückt halten und gewünschte Plätze anklicken. Gesperrte Plätze werden rot markiert. Okay, dann machen wir das doch mal. Ah, okay, dann mache ich doch mal. Machen wir das so, oder? Okay. Dann ziehen wir uns jetzt mal hier oben rein, was eigentlich immer bei uns bleiben soll. Damit das auch immer nicht aussortiert wird. Das ist richtig, richtig guter Tipp. Danke dafür auf jeden Fall. So, die Muni auch. Das auch. Na, einfach mal die ganze oberste Reihe, oder? Besser ist. Das sind ja, die können ja ruhig aussortiert werden und die hier ja eigentlich auch. Oder? Was meint ihr? Getränke. Ja, Getränke kann man ja immer noch mal. Ja, komm, stopfen wir hier die Munition hin. Stopfen wir hier die Munition hin. Holz würde auch eigentlich immer bei mir bleiben. Und die Reparaturkits und die Dietriche. Ja, guck mal, dann können wir ja die Muni hier erstmal. Ach ja, nach unten tun. Dann haben wir doch jetzt hier erstmal so. Und dann entsperren wir die Plätze hier jetzt wieder. Und dann machen wir das so. Yes, super. Auf jeden Fall danke für den Tipp. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ich da mein Inventar sortieren wollte. Wir müssen hier runter, ne? Wir müssen hier runter. So. Naja, verstrahlt werden können wir ja nicht. Wir haben ja noch den Schutz für ein paar Minuten. Bestimmt für eine halbe Stunde oder so. 10 Minuten, okay. Gut, das könnte ein bisschen knapp werden hier im Verbrannten. Ich hätte. Ach nee, wir sind ja in der Wüste. Und wenn wir auf dem Weg bleiben, dürfte uns ja nichts passieren. In der Regel, eigentlich. Dann machen wir das hier mal weg. Damit ich nicht wie so ein Trottel da gleich rein. Ich meine, es ist ja jetzt eigentlich wurscht, weil wir haben ja noch 11 Minuten den Schutz. Aber man weiß ja bei mir immer nicht so ganz, ob ich da nicht irgendwie nach 11 Minuten noch hier drinne bin und dann aus Versehen so, huch, ich bin da aus Versehen reingelaufen. Ui. So.
Oh Mann. Oh, meine Nase. So, einmal lesen. So, gib mir einen Erdbohrer. Oh, falsch gedrückt. Nein, wieder Feuerwehr. Und zwar Brandschutz. Brandschutzbeauftragter deiner Art wären stolz auf dich. Verringert die Chance, in Brand gesetzt zu werden. Jawohl. Fahrrad haben wir auch eingesteckt. Für den Fall, dass. Ich muss jetzt nur noch hier meine blöde Kiste finden. Die irgendwo da hinten ist. Moin. Die ist irgendwo hier. Dahinter? Wir gucken gleich nochmal. Vielleicht habe ich die auch vorhin übersehen. Vielleicht habe ich die auch übersehen. Das weiß ich auch nicht. Weiß man bei mir ja auch immer nicht so genau. Oh, wieder ein Stück zurück. Ah, Mist. Ja, sehr gut. Hab was Schönes drin? Ein Büchlein. Ah, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre vielleicht dieser Handschuh zum Gegenverseuchung. Militärtrans. Ach, Militär-Tarnstiefel, fertige Militär, ja. Mache ich. Guck mal, aber das hier können wir doch einmal benutzen. Nee, kann ich nicht. Okay. Weil, weiß man nicht. Weil, weiß man nicht. Bringen uns Schmerzmittel hier weiter? Nee, Aloe Vera Creme. Aloe Vera Creme. Okay. Dann noch hier die Kiste aufmachen. Gib uns schöne Bücher. Ja. Schlafen die? Das sollte, glaube ich, nicht so sein, oder? Ich schleich doch nicht. Ich bin doch eigentlich gar nicht leise. Oh, meine Nase, ne? Es ist schlimm. Oh, schlimm. Wie kriegen wir denn jetzt hier die Türen eigentlich auf? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Würde ich mal sagen, gehen wir hier durch, oder? Wir haben zwar nicht mehr so viele Dietriche, aber. Hey, komm, geh auf. Ah. Los. Ja, sehr gut. Meine Tasche ist hier hinter. Was habe ich denn hier übersehen? Ach, das habe ich übersehen. Ui. Sehr nice. Gut, dann haben wir das auch und. Nee, haben wir nicht. Ach ja, hier oben ist ja noch dieser eine Zombie. Der eigentlich von der Decke fallen sollte, aber es ist ja nie tut, ne? War da das nicht? Hö? Wen habe ich denn da übersehen? Geier? Habe ich einen Geier übersehen? Ach nee. 18 Mal sind wir überladen. Cool. Haben wir ja richtig gut gemacht. Ich will noch mal gucken, dass wir hier irgendwie. Was ist denn das hier? Hä? 1,5 Meter? Hä? Aber der ist ja hier auf dieser Ebene, ne? Sehe ich ja schon irgendwie richtig, oder? Irgendwie stehe ich das hier gerade nicht so ganz. Haben wir irgendwie noch so Kaffee oder so, dass wir die Ausdauer ein bisschen
Goldrutentee gibt doch auch die Ausdauer eigentlich wieder. Verstehe das gerade nicht. Wieso, wie kann der dahinter sein? Weil hier komme ich doch da gar nicht hin. Das ist schon irgendwie ein bisschen freaky. Irgendwas anderes klopft hier rum. Irgendwas anderes klopft hier rum. Ich klopfe das jetzt hier einfach mal weg. Und dann gucke ich einfach mal, wo wir da hinterkommen. Aber wahrscheinlich kommen wir nicht weiter, weil das hier unten wahrscheinlich Eisen ist und. Ja, war mir klar. Ist das ein Bug? Oder bin ich nur einfach wieder ein bisschen zu blöd? Ich meine, das ist ja nun nicht auszuschließen, dass ich ein bisschen zu doof bin dafür, aber gut. Das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Mal nehmen wir das hier nochmal, dann haben wir gleich wieder volle Ausdauer und können hier einfach mal ein bisschen umschlagen. Weiß nicht, wo der Zombie sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich verstehe es auch gerade nicht. So, wenn wir jetzt was essen, müssen wir kacken. Aber unten sind ja Toiletten. Das war's schon wieder mit Essen. Kann noch mal Gammelbrot essen. Ja, ich muss auf Klo, alles klar. Ich muss aufs Klo. Ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe es echt gerade nicht. Das ist doch bestimmt wieder ein Bug, oder? Da schlagen die sich ja von draußen rein. Hier oben. Ich guck da gleich noch mal. Ich guck da gleich noch mal. Eigentlich muss er doch runterfallen. Eigentlich muss er doch runterfallen. Schnell aufs Klo. Mal die Tür zumachen. So. Einmal gekackt. Den Arsch abwischen. Ui, du bist das aber nicht, ne? Nee. Du bist das auch nicht. Kann ich wieder looten? Danke. So, irgendwo hier. In 7,1 Metern. Das macht doch aber gar keinen Sinn. Guck mal, da oben ist er ja auch nicht. Es muss ja schon irgendwie da oben auf dem Dach. Das ist doch ein Bug. Soll man in diesem. Habe ich irgendwie einen Denkfehler oder so? Er kann ja auch nicht. Ich habe doch hier alles so gemacht, wie die das wollten. So, da oben ist doch noch einer. Ja, sehr gut. Gut. Leiter hoch. 10 Meter. Und dann zeigt er mir ja an, auf dieser Ebene hier, hierunter. Wie kann das denn? Wie kann denn hier noch ein Zombie sein? Verstehe ich nicht. Also entweder habe ich jetzt wirklich einen Denkfehler. Oder es ist wirklich ein Bug. Das wäre richtig scheiße. Ja, echt jetzt? Hier unter. Ich schlage das kurz auf. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein Bug, weil ich habe jetzt die beiden Blöcke hier weggeschlagen und er zeigt mir jetzt hier immer noch in irgendwie 1,2 Metern oder in 600, 400 Metern, 4 Meter an,
dass hier irgendwas sein soll, aber ich verstehe es nicht. Es ist mir, finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd. Wir sind so weit hier hingereist. Und dann weiß ich noch nicht mehr, wo hier irgendwie der Zombie noch sein soll. Ist doch bescheuert. Hier soll er sein. Ja, super. Aber in 4,7 Metern und gerade hat er mir das in 400 Metern angezeigt. Also 0,4, also 40 Zentimeter. Das muss ja ein Bug sein. Oder ich habe einfach schon wieder einen Denkfehler. Keine Ahnung. Aber gut, dann müssen wir jetzt die Quest leider abbrechen. Schade. Weil, ja, fand eigentlich... Naja, aber wir haben auf jeden Fall bekommen, was wir wollten, ne? Wir haben ja auf jeden Fall... haben wir ja... die schöne... schöne Osmium und so bekommen. Was wir ja auch gesucht haben. Ja, aber sowas macht mich immer ein bisschen traurig oder finde ich immer ein bisschen doof tatsächlich, weil... ja... man gibt sich halt so Mühe, ne? Dann ist das halt so kacke. Aber wir können ja hier einfach die Straßen mal lang fahren. Und zwar... wäre einfach mal hier hin. Dann einfach mal so ein bisschen... habe ich jetzt gedrückt? Nee, ne? Und er zeigt mir da... also drinnen bleiben, ja, gut. Ist mir gerade wurscht. Hat er nicht genommen. Doch, hat er genommen. Wo ist, denn, wo ist er denn? Hier lang? Also hier lang? Da lang. Okay. Fahren einfach mal da so die Straße lang und dann gucke ich einfach mal, ob hier irgendwo ein Händler auftaucht, bei dem wir vielleicht coole Sachen kaufen oder verkaufen können. Ja, ist mir jetzt egal. Weil säubere das Gebiet, ja, hat ja nicht so optimal funktioniert, ne? Fahren hier geradeaus. Okay, dann müssen wir rechts rum. Eigentlich ist ja immer außen... ja, okay, es ist eine andere Mod, ne? Hier sind die Händler so versteckt in den Städten drin. Dass man das gar nicht so sagen kann. Oh, diese Geier, ne? Bekloppt. Ui, 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 so. Wir fahren jetzt hier vorne nochmal zusammen hin. Dann gucken wir danach mal, wie wir im Verbrannten weiter vorgehen. Wäre so cool, wenn wir hier halt auch schon irgendwie einen Händler finden würden. Das wäre halt richtig gut. So hätten wir dann hier schon mal irgendwie eine Chance, irgendwas zu verkaufen. Gucken, ob er geilere Sachen hat. Aber irgendwie... gönnt uns das Spiel kein Händler hier. So, da ist auf jeden Fall das Verbrannte. Und wenn wir hier weiterfahren, kommen wir dann ins Verbrannte. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir haben ja kein Schutz mehr. Wir haben den Schutz ja immer nur für eine Stunde. Komm schon. Gönn uns doch hier irgendwo ein Händler. Nein? Ach, schade. Ich will jetzt ja auch nicht querfeld einfahren. Ich würde gerne... ja, die Straße müsste doch denn da hinten eigentlich hinfahren, auch wo unser Schlafsack ist. Gut, es gibt hier einfach gar keine Straße weiter. Es ist auch richtig gut. Das ist auch richtig, richtig gut. Oh, diese Geier, ne? Diese Geier. Aber hier vorne ist wieder eine Straße. Vielleicht führt die ja dahin. Das ist in... diese Richtung. Hier ist eine Straße. Aber noch kein Händler. Wir brauchen einen Händler.
Wir brauchen einen Händler. So, hier ist ein Was ist denn das hier für eine Stadt? Ist das eine... Das ist eine Wüstenstadt, oder? Weiß gar nicht. Ich weiß das gar nicht. Komm schon, sei doch hier irgendwo bitte ein Händler. Ein Händler. Nein? Schade. Kein Händler. Kommen wir von dieser Seite hier? Nee. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Ist halt echt nicht so cool, irgendwie hier in der Nacht so rumzukurven, ne? Ich muss doch einfach nur wieder auf diese Straße und dann komme ich doch da schon hin, wo ich wieder hin will. Mann, ey, immer diese Leute, die immer vom Weg abkommen und dann auch noch in die falsche Richtung fahren. Ach so, ja, ich wollte nur gucken, was da oben war. Hier hin. Und dann müssen wir hier weiterfahren, oder? Ja. Da müssten wir eigentlich versuchen, auf der Straße zu bleiben. Wir dürfen nicht abschweifen. Sonst haben wir verloren. Ist, ja, leichter gesagt als getan. Ups, das ist Müll. Sehr gut. Denn, ja, gut. Ist hier Honig drin oder Antibiotika? Bitte, 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 bevor die Zombies kommen. Geier, stör mich nicht. Ich muss hier was looten. Komm schon. So, und auf ein neues. Nee, aber ein Büchlein. Wartung. Bewahre deinen Roboter davor, ja. Ja, nimmst du das jetzt auch mal? Danke. Kann ich jetzt hier Schürfwunde nehmen? Ja, gut. Stoppblutung, das ist doch sehr gut. Hier irgendwo ist doch unser... Nee, noch ein bisschen weiter. Aber einen Händler haben wir hier auch noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir ja hier im Zerstörten einen Händler, wenn wir hier auf dem Weg bleiben. Der sagt doch gleich wieder sehr hohe Strahlung, oder? Ui. Ja. Fahren hier nochmal ein bisschen. Und ich sehe gerade auch, die Folge ist schon wieder zu Ende. Glaube ich. Ja. Also, ihr Lieben, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn wir die Quest nicht beenden konnten, was ziemlich, ziemlich schade ist. Was ich auch echt blöd finde, weil, ja, ist halt Kacke. Was mache ich denn da? Ich mache hier immer nur Kacke. Das ist Kacke und ich mache hier auch nur Kacke. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis dann. Oh, er lebt noch. Moment. Adios.